Meine Damen und Herren, ein herzliches Hallo. Dienstagabend, 22 Uhr, fette Action ist angesagt mit ganz guten Themen. Die sind wirklich heute nicht zu verachten. Da haben wir nämlich zum Beispiel für euch im Konsumbereich die Special Gear Games Fan Edition von Boomblocks. Und die ist so special, dass Steven Spielberg dran gearbeitet hat. Das ist das Spiel, mit dem er sich in letzter Zeit beschäftigt hat. Und EA bringt das raus. Wir werden das mal anzocken. Es ist eine kleine Knobelei, die durchaus sehr viel Spaß machen kann. Der Max-Bereich ist ja in letzter Zeit der Urlaubs- bzw. Krankheitsbereich und deswegen ist es so, dass zum ersten Mal seit 4 Jahren heute wieder 2 Moderatoren im Max-Bereich erschienen sind. Vielleicht nochmal ganz kurz, Christiane, das ist der Tim. Tim ist die Christiane, ich weiß nicht, ob ihr euch noch kennt. Ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Ja, heute große Reunion-Tour sozusagen im Max-Bereich, deswegen auch gleich 2 Themen. Du hast dich in dem Fall für Fistful of Fracks entschieden. Ja, ein bisschen Western-Gehaue und Geschieße, ne? Werden wir im Multiplayer natürlich zocken und wir machen noch. Da ist eine neue Version draußen und wir zocken Portal. Allerdings nicht das bereits schon bekannte Portal, in dem Sinne schon, aber mit neuen Maps. Und zwar den Maps vom Flash-Game. Viele von euch kennen ja bestimmt Portal the Flash-Version. Und jetzt haben sich die Macher davon gedacht, warum eigentlich nur in 2D? Jetzt ist Portal doch mittlerweile draußen. Können wir die Maps doch eigentlich auch in 3D machen? 40 neue Maps, Bonus-Content, neue Features etc. All das heute im Max-Bereich. Freue ich mich, dass ihr beide wieder vereint seid. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Highlight. Ihr erinnert euch vielleicht, in letzter Zeit sind wir so ein bisschen in die Vergangenheit gereist und haben euch die Anfänge einer fantastischen Dinosaurier-Hatz gezeigt. Heute gibt es den aktuellen Teil mit einem Games-Check versehen von Maxi Stettenbauer. Wow, wunderschönen guten Abend. Mensch, Nils, du auch hier. Mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Aber gastfreundlich wie eh und je. Ja, genau, wir haben heute den Gamescheck zu Turok. Wir hatten es letzte Woche auch schon mal als normales Thema. Jetzt machen wir es nochmal im Gamescheck. Leider erst ab 23 Uhr, weil USK 18 Rating. Wir werden in der trotzdem noch ein normales PC-Take haben, wo wir noch ein paar Trailer zeigen werden. World of Warcraft ist unter anderem dabei, das neue Add-on Wrath of the Lich King. Und ganz großes Thema auf jeden Fall. Und ja, Turok, Riesen-Franchise, damals auf Nintendo 64 gewesen. Jetzt schauen wir mal, ob es von der Konsolenportierung von Xbox 360 und PlayStation 3 auf PC wirklich was taucht. Jo, fetten Gamescheck gibt's heute, ne? Fett. Super, freue ich mich. Fett und dick. Und ein Trailer zu World of Warcraft ist vielleicht eher die größere Nummer. Bitte? Ein Trailer gibt zu World of Warcraft, gibt's auch zum neuen Add-on? Ja, ganz Wann genau. Wann gibt's den? In der ersten Stunde schon? Den gibt's in der ersten Stunde. Ui. Direkt gleich nach der Werbung eigentlich, wenn ich den Ablauf richtig im Kopf habe. Ja, das ist aber mal ein Grund dran zu bleiben, ne? Falls nicht, dann habe ich noch einen weiteren für euch, der euch vielleicht verzücken könnte. Und zwar gibt es einen neuen Racer aus dem Hause THQ. Die kennt man ja bereits von Titeln wie Titan Quest. MX vs. ATV, was ja so ein Mud Racer ist. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie Motorstorm. Kommt für Next Gen, PS3 und Xbox. Und ja, sieht ganz nett aus. Hat viele Hügel und schlammige, staubige Pisten. Ich muss ja sagen, in dem Genre, da wurde ich von Danzig Tasker mit dem Flatout 2-Virus infiziert. Seitdem habe ich da wirklich eine kleine Schwäche für solche Rennspiele. Muss ich tatsächlich zugeben. Baja heißt der Spaß. Baja. Da steht's immer. BayaGame.com könnt ihr euch ein bisschen weiter informieren, falls euch das am Herzen liegt. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung, die liegt uns sehr am Herzen. Dann zeigen wir euch unter anderem das und gleich, wenn wir zurück sind, weltexklusiv, natürlich, nie gesehenes Material zum nächsten Add-on zu World of Warcraft. Bis gleich. Half-Life Orange Box hatte ein ganz besonderes Schmankerl, nämlich Portal. Das ist ein lustiges Spielchen gewesen, in dem ihr 2 Pistolen hattet und damit habt ihr Portale verschossen. Zum Beispiel ein Eingangsportal und ein Ausgangsportal. Und dann seid ihr in das eine Ding rein und auf der anderen Seite seid ihr wieder raus. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach und macht jede Menge Spaß. Und leider gibt es für die 360-Version noch keine offiziellen Add-ons, aber Timmy, der hat für die PC-Version einiges rausgesucht. Das erweitert euren Spielspaß.
Ja, wir haben ja schon mal ein paar Map-Packs gezeigt für Portal. Jetzt allerdings ist was ganz Feines erschienen. Ihr erinnert euch bestimmt gerne zurück an das Portal-Flash-Game. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, werden wir es gleich natürlich noch mal kurz zeigen und auch anzocken. Du hast da auch so ein bisschen deinen Spaß dran gehabt und die ganze Zeit gesessen und ausprobiert. Ich glaube, jeder bei uns in der Redaktion. Und die Macher davon, die ganzen nennen sich Recreate Stuff, ist ein Team von ein paar Leuten, die haben sich gedacht, wir haben das ja damals erfunden bzw. ins Leben gerufen, da war Portal noch gar nicht draußen. Das muss man ja mal dazu sagen. Die Leute haben dieses Flash-Game kreiert, als Portal noch gar nicht draußen war. Na klar wussten die schon, dass Portal kommt, aber die haben sich nur am Trailer orientiert. Man erinnert sich daran, das war ja auch kein 3D-Trailer, sondern nur mit dieser Roboterstimme und mit diesem netten Humor und man konnte schon mal so ein paar Spielelemente sehen. Und daraus haben die dann sozusagen dieses Flash-Game kreiert, was ja schon so sehr geil ist. Auf jeden Fall. Und jetzt haben sie sich gedacht, das Ding ist doch endlich draußen. Unser Flash-Game wurde wahrscheinlich schon häufiger gespielt als das originale Spiel. Das wollen wir ändern. Wir finden das so geil. Wir wollen Valve auch ein bisschen supporten mit unseren eigenen Ideen und haben dann alle 40 Karten, die man ja schon im Flash-Spiel spielen kann, als 3D-Maps nachgebaut. Die kann man also jetzt in Portal importieren und zocken und zusätzlichen Bonus-Level und zusätzlichen Feature-Content sozusagen mit integriert. Und den wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen und in der zweiten Stunde nicht vergessen, Fistful of Fracks, erinnert ihr euch bestimmt auch gerne dran, so ein Western-Shooter für die Source Engine, macht eine Menge Spaß, solltet ihr nicht verpassen. Jetzt allerdings erstmal ein kurzer Blick auf die Seite von Recreate Stuff. Ja, genau, weil die haben ja nicht nur dieses Spiel gemacht. Ich habe schon so lange die Gigalupe nicht mehr benutzt, ich schon gar nicht mehr weiß, wie ich die starte. Also recreatestuff.com ist die Internetadresse, da könnt ihr euch einfach nochmal ein bisschen umschauen. Da findet ihr unter anderem auch das Map-Pack, mit dem wir uns beschäftigt haben, was wir uns gleich noch anschauen werden. Nightmare House 2 ebenfalls und das schon angesprochene Portal The Flash Version Game. Ich bin ja ein großer Fan von 2D-Spielen, also ich finde das ganz, ganz klasse. Das hat immer so einen Retro-Touch und macht mir sehr viel Spaß. Deswegen habe ich mich da auch nochmal reingefunden. Das Ganze lädt ziemlich schnell, ist überhaupt kein Problem. Dann drückt man einfach auf Play, das kann man noch skippen, wenn man möchte. Und dann hat man erstmal die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten und wenn man dann schon gespielt hat, kann man je nachdem auch in das Level zurückkehren, indem man dann zum Beispiel nicht weitergekommen ist oder das einfach nochmal schneller schaffen möchte. Da können wir jetzt einfach mal gucken. Level is select. Die ersten sind ja ziemlich easy. Und dann gibt es natürlich noch weitere, wo dann Objekte hinzukommen. Ich habe jetzt einfach mal willkürlich dieses hier rausgesucht. So sieht es aus. Ach ja, oh Gott, das ist ja furchtbar mit diesem Strom. So, jetzt muss ich warten, bis der Strom weg ist. Komm schon. Und dann hoffe ich, dass der Winkel ungefähr richtig ist. Nein, ich muss es, glaube ich, zweimal tun. Ah. Also ich werde ja auch echt richtig, richtig aggressiv bei diesem Spiel. Wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. So ungefähr so. Ich hasse es. So, ich fange einfach mal neu an. Zack. Ich setze mir das so hier hin. Ja, jetzt muss der Strom weg. Weg, weg, weg. Komm schon. Nein. Ja, komm schon. Spring, spring. Ah, knapp. Das war knapp. Dann einfach zum nächsten. Oh, das muss schnell gehen. Zack, zack, zack. Okay, da, ja, Schrapp ist gut. Hallo. Ja, du musst erst den oben setzen. So, komm schon. Aha, sehr so, gut. Wieder schließen. Zack, zack. Komm schon. Ach nee, so war das, genau, ich erinnere mich. Wow. Du machst das aber auch spannend. Ja, ich habe wirklich schon viel Übung, wie man sieht. Das geht ganz zackig. Komm schon. Weiter unten. Ja. So. Zack. Sauber. Das macht echt richtig viel Fun. Und das Level, was du da gerade gespielt hast, oh, nee, das kann ich nicht machen. In der 3D-Version. Ja. Und das ist echt nicht leicht. Das ist Horror. Schon in dieser Flash-Version ist es fast unmöglich. Bis man hier dann den ersten Teil geschafft hat, muss man dann auch gleichzeitig den zweiten Teil schaffen. Und das ist, ich kann es mal einmal probieren, aber ich bin sicher, es wird auf Anhieb nicht funktionieren. Aber du bist ja schon weiter um einiges. Ich bin schon weiter, aber bis ich das geschafft hatte, genau, da muss man nämlich hier und dann zack, zack und dann hier rüber. So, die Theorie ist gar nicht so schwer. Ups, ja, siehst du, so funktioniert schon mal gar nicht. So, einmal versuche ich es noch und sonst gebe ich auf. So. Na, du bist so richtig Kampfgeist, ne? Ich hab's ja schon geschafft. So. Ja, funktioniert hervorragend. Jetzt muss ich nochmal raus, sonst hab ich eh schon keine Lust mehr. So, warte. Einmal noch. Zack, zack.
Ups. Tja, das war sehr knapp. Naja, sehr schade. Nicht so schlecht. Jetzt allerdings wollen wir euch ganz kurz zeigen, wie ihr denn diese Portal-Maps natürlich dann in 3D fürs normale Portal ans Laufen bekommt. Und zwar tut ihr dazu nichts anderes, als einfach auf die Webseite zu gehen von Portal. The Flash Version Map Pack ist im Artikel verlinkt. Ansonsten einfach portalmaps.recreatestuff.com aufrufen und dann hier runterladen. Sind knapp 40 Megabyte, ist dann eine RAR-Datei und dürfte so aussehen. Und mit diesem Inhalt macht ihr im Grunde nichts anderes, als den in euren Portal-Ordner zu kopieren. Allerdings nicht in den Portal-Hauptordner, sondern in den darunterliegenden Portal-Ordner. Da ist nämlich nochmal einer. Da rein und hier sieht man, habe ich das Ganze schon gemacht, einfach drüber kopieren und dann könnt ihr, wenn ihr Portal gestartet habt, dieses Map-Pack ganz einfach starten, indem ihr einfach im Menü auf Bonuskarten geht. Das sehen wir hier, da kann man ja gerade neues Spiel oder Spiel laden wählen, aber wir wählen Bonuskarten und neben den bereits vorhandenen, vielleicht Custom Maps, steht dann auch eben dieses zur Verfügung. Einfach kurz laden. Und schon geht's ab. Ich glaube, so ganz kommen wir dazu nicht mehr. Wir können ja mal ganz kurz in den Anfang reinschnuppern, damit ihr da draußen seht, dass das alles nicht amateurhaft gemacht ist, sondern wirklich sehr geil umgesetzt worden ist. Auch da kommt man natürlich wieder am Anfang in so eine Chamber, wo man im Grunde nichts anderes machen soll, als der Roboterstimme lauschen. Unten sind dann ein paar Credits von den Leuten, die eben auch das Flash-Game kreiert haben. Und dann wird man so langsam aber sicher an das Spiel herangeführt. Gerade auch für diejenigen da draußen interessant, die das vielleicht noch nicht spielen konnten bislang. Für die dürfte übrigens auch die Meldung interessant sein, dass die Demo von Portal mittlerweile für jeden zur Verfügung steht. Vor einiger Zeit stand die ja nur Nvidia-Nutzern zur Verfügung. Jetzt allerdings The First Slice, so ist der Untertitel dieser Demo-Version, für alle verfügbar, zu finden im Artikel. Steven Spielberg hat ein Spiel gemacht. Bei dem Namen ja vielleicht auch gar nicht die verkehrte Wahl. Bloombox ist der Name und ich habe keine Ahnung. Boomblox. Boomblox. Was man da machen muss. Aber Felix Rick klärt mich auf. Ja, ist eigentlich ein ganz simples Spiel. Ist so ein bisschen wie Dosenwerfen. Kennst du ja sicher vom Jahrmarkt oder von irgendwoher. Ist halt so, man hat einen kleinen Ball. Und den wirft man auf Steine. Und dann muss man schauen, dass man möglichst viele Steine umwirft, beziehungsweise bestimmte Steine, die Punkte geben. Und man sollte möglichst wenige Versuche dabei benutzen, diese umzustoßen. Bevor du jetzt anfängst, warum denn Steven Spielberg? Ja, einfach mal so, oder? Einfach mal so. Ich meine, der ist ja nicht das erste Mal, dass er sich jetzt mit dem virtuellen Medium oder mit dem Medium der Videospiele beschäftigt hat. Er hat schon damals in 1995 bei The Dig mitgearbeitet. Da war er so ein bisschen für die Story verantwortlich aus dem Hause LucasArts, das Point-and-Click-Adventure. Und es ist ja klar, man sieht immer viele Filmumsetzungen im Spielebereich, die sind meistens eher schlecht als recht. Und auch einer wie Steven Spielberg, denke ich mal, erkennt das Potenzial. Mhm. Und wird sich auch gedacht haben, ja, vielleicht kann man da mal ein bisschen was probieren, gerade mit Wii. Ja. Und er ist ja auch, man weiß ja auch, dass Spielberg auch ein Familienvater ist und da bietet sich das ja eigentlich auch so ein bisschen an. Ja. Ja, man sagt ja auch immer, dass Videospiele mittlerweile mehr Geld umsetzen als Filme. Vielleicht ist das der erste große Regisseur, der ja, Absprung ist ja schafft. Auch klar, ein Videospiel kostet um einiges mehr als eine Kinokarte. Ja. So, wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um. Wir gehen in den Einspielermodus. Wir werden nachher auch mal ein Zweispielerspiel wagen, wenn du Lust hast. Ja, sehr gerne. Ich habe das noch gar nicht probiert, aber wir werden es einfach mal live dann ausprobieren. Und jetzt wundert euch nicht, falls es hier so ein bisschen dunkler ist im Konsolenbereich und warum der Zeiger hier so ein bisschen hin und her zuckelt. Wir haben heute irgendwie arge Probleme mit der Sensibilität der Sensorbar. Wir haben das schon alles eingestellt im Menü, dass es eigentlich passen sollte, aber dennoch sind da so leichte Probleme. Wir gehen jetzt einfach mal in den Abenteuermodus und fangen ganz vorne an. Das ist sozusagen so ein bisschen der Story-Modus. Und da sieht man auch gleich, worum es in diesem Spiel geht. Also es gibt auch wirklich eine ganze Geschichte, die dahinter steht. Aber im Endeffekt sind es halt einzelne kleine Levels, in denen man versucht, durch das Werfen eines Balles oder es gibt noch ein paar andere Interaktionsmöglichkeiten, versucht, möglichst viele Punkte zu bekommen. Ja. Wir gehen aber gleich mal rein und gehen in das allererste Level, der Juwelenturm. Und da geht es jetzt im Endeffekt darum. Schmettere alle blauen Edelsteinblöcke herunter. Versuch den Turm etwa in der Mitte zu treffen. Wenn ich einen Wurf brauche, kriege ich Gold. Wenn ich zwei brauche, Silber. Wenn ich sechs brauche, Bronze. Und dann ist jetzt ganz einfach. Wenn ich jetzt auf der Remote B drücke und gedrückt halte, kann ich durch das Bewegen der Remote, kann ich sozusagen mich um den Turm herumdrehen und mir sozusagen eine Stelle suchen, die ich jetzt gut finde. Wenn ich jetzt dann irgendwo den Ball hinwerfen will, dann drücke ich A und halte A gedrückt, dann ist das jetzt anvisiert. Und jetzt schwinge ich einfach mit der Remote nach hinten und dann nach vorne. Und lass A, wenn ich den Ball loslassen will, sozusagen auch den Knopf A los. Oh.
Yay, wunderbare Sache. Alles ist umgefallen. Also das ist das ganz simple Prinzip. Jetzt fragt man sich, was waren denn jetzt diese rosanen oder diese lilanen Blöcke, die da waren? Es gibt so Spezialblöcke. Hätte ich den jetzt getroffen mit meinem Ball, wären die verschwunden. Also die verschwinden einfach. Es gibt genauso dann welche Blöcke, die, wenn man die trifft mit dem Ball, dann explodieren die. Also das sind dann so Spezialblöcke, auf die man, wie gesagt, die man dann zu besonderen Aktionen benutzen kann. Wie jetzt hier zum Beispiel. Und ist es immer das gleichbleibende Prinzip? Dass du also wirklich immer nur dann andere Blöcke? Nee, es gibt schon Abwechslung. Also es gibt auch schon ein bisschen Abwechslung. Es ist nicht immer nur so, dass ich die bestimmten blauen Blöcke runterhauen muss, sondern dann gibt es auch zum Beispiel noch das Spielprinzip, dass auf einem Block steht eine Punktzahl. Da muss ich den Block weghauen, aber meistens ist es dann so, dass um diesen Block herum oder der ist irgendwo eingekeult zwischen anderen Blöcke, die geben mir Minuspunkte und die müssen natürlich stehen bleiben. Ah, okay. Dann gibt es noch die Möglichkeit später im Spiel, dass man Sachen auch richtig in die Hand nehmen kann und dann hin und her hauen kann mit der Remote und sozusagen wie so einen kleinen Ball, den man bewegen kann, durch und durch. Und alles, was der berührt, bewegt er dann natürlich auch wieder hin und her. Oder ich muss halt mal Blöcke auch beschützen vor Angreifern, die versuchen, die zu stehlen. Und die bewerfe ich dann mit Bomben. Also ist schon abwechslungsreicher, als es jetzt den ersten Anschein hat. So, hier wieder das gleiche Prinzip. Ich soll wieder alles abräumen mit möglichst wenig Würfen. Ja, wo ist jetzt... Die Schwierigkeit ist jetzt aber nicht das Treffen, weil du kannst ja dann mit A quasi einloggen, auf welcher Position der Ball landen soll. Was ist denn... quasi die Schwierigkeit, wie doll du den dosierst, den Wurf, oder ja, das wirklich nur, wo du hinwirfst? Wo man hinwirft und wie viele Würfe man braucht. Also das ist wirklich die Herausforderung bei dem Ding. Also im Vorfeld gucken quasi, das ist dann die Schwierigkeit. Im Vorfeld sich den Punkt raussuchen. Ja, man muss aber schon trotzdem auch rumprobieren, weil sonst kommt man so leicht einfach nicht drauf. Also beim ersten Versuch bei jedem Ding Gold zu kriegen, ist, würde ich mal sagen, ein Ding der Möglichkeit. Man probiert da schon ziemlich viel rum. Also das war jetzt ziemlich schlecht. Für Gold hätte ich jetzt 2 Würfe benötigt. Allerdings habe ich es noch nicht so richtig rausbekommen, wie ich das mache, ohne den ersten dann gleich zum Einstürzen zu bringen. Und jetzt ist es dann mittlerweile mein 5. Wurf, als hier dieser eine blaue Block noch übrig geblieben ist. Aber der ist jetzt auch weg. Und damit habe ich alle 8 von 8 Edelsteine sozusagen für mich gewonnen. Also wie gesagt, die Herausforderung liegt wirklich darin, dass man versuchen muss, durch diese Level zu kommen, indem man möchte sich immer selber übertreffen, weißt du, man möchte einfach besser werden als das, was man vorher geschafft hat. Und es wird dann teilweise auch richtig schwierig, dass man dann, wenn man keine Bronzemedaille bekommt, dann hat man das Level nämlich auch nicht geschafft. Man muss die nämlich erst alle freischalten. Und dann musst du nochmal spielen? Dann muss man nochmal spielen. Dann muss man so lange probieren, bis man es dann richtig hinbekommen hat. Hier, das sind jetzt die grünen Blöcke, die sind auch ganz witzig. Wenn die einander berühren, dann explodieren die. Aber nur, wenn sie einander berühren, also wenn sie aufeinander knallen. So, jetzt schauen wir mal. Da oben ist so ein grüner, da ist so ein grüner. Vielleicht kriege ich die zum Explodieren, indem ich unten den lila dann weghaue. Weil der verschwindet ja, wenn ich den treffe. Ah, mal gucken, was passiert. Oh, das war schon mal nicht ganz so schlecht. Yay. Das gleiche machen wir jetzt da drüben nochmal. Na. Das fällt um. Und die Blöcke werden weggehauen. Wunderbare Sache. Wir haben gerade mal 2 Würfe gebraucht. Mal schauen, was man hätte machen müssen, um Gold zu bekommen. Gold. Juhu. Also wie gesagt, das ist wirklich vom Spielprinzip an sich sehr simpel gehalten. Also und das ist auch, finde ich, ein bisschen, was ich so als negativ dem Ding anhafte. Weißt du, wir reden hier von einem Spiel von Steven Spielberg. Ja. Da, für mich zumindest, da erwarte ich mir dann irgendwie eine coole Story oder irgendwas, weißt du, was so richtig involvierend ist. Und dann ist es halt im Endeffekt ja doch nur Dosen werfen. Ich meine, da ist natürlich schon noch ein bisschen mehr dahinter, wie man auch eindeutig sehen kann. Aber ich hätte mir halt einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, sagen wir es mal so. Verständlich. Spielen denn die Figuren irgendeine Rolle? Weil da gibt es ja so süße Schafe und so. Gibt es da Charaktere? Ja, man kann so mehrere Charaktere noch freischalten und so weiter und so fort. Man sucht sich am Anfang selber auch so einen Charakter aus. Aber das ist halt eher so ein niedliches Beiwerk in dem Sinne. Ja. Wir werden auf jeden Fall gleich auch mal den 2-Spieler-Modus probieren, würde ich sagen. Dann schauen wir da ein bisschen rum. Und dann gehen wir auch noch mal in den Freispielmodus. Dann zeige ich noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, aber ist schon echt, es macht schon Spaß. Also es hat schon einen gewissen Suchtfaktor, auf jeden Fall. Wow. Seht ihr, wenn dieses Spiel mit bis zu 2 Spielern schon einen Suchtfaktor entwickeln kann, dann könnt ihr vielleicht darauf schließen, wie es bei World of Warcraft ist. Da duellieren sich ja Millionen von Spielern und die werden sich freuen, weil es demnächst ja ein neues Add-on gibt. Maxi Stettmauer zeigt uns gleich den passenden Trailer dazu. Erstmal ein bisschen Werbung. D
Der Lich King ist zornig, aber wirklich verdammt zornig. Und zwar so sehr, dass es glatt ein ganzes Add-on über seinen Zorn gibt. Für World of Warcraft. Das ist ja ein Spiel, das die deutsche Spielelandschaft, die weltweite Spielelandschaft prägt wie kein anderes Spiel. Da spielen mittlerweile über 40.000 Millionen Leute. Und hat's dich mal gepackt? Ja, zu Anfang. Also als die Beta war und wir die Beta spielen konnten, da fand ich das sehr, sehr cool. Aber bei mir ist es so, dass ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, irgendwas entdecken zu können. Ich habe das Gefühl, ich kenne das Spiel. Es gibt so viele Trailer, man hat so viele Sachen gesehen, bei WoW zum Beispiel, bei den Jungs von WoW. Wow. Oder wow. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich das verzaubern kann. So, als es neu war, also du gehst mit einer Gruppe von Helden raus und findest eine Höhle, die noch keine Sau vorher gesehen haben. Meinst du sowas? Ja, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass mich was überrascht. Also das, meine Erwartungshaltung ist irgendwie schon die, dass ich das dann kann, weißt du? Ja, mal schauen, vielleicht überrascht dich der Trailer, denn World of Warcraft Wrath of the Lich King wird neue Wege gehen, und zwar Mount-Gefechte. Sprich, man kann jetzt auf einem Mount fliegen, nicht nur fliegen, wie es in der Scherbenwelt, in Burning Crusade möglich ist, sondern man soll jetzt auch davon kämpfen können, ja? Und das soll ziemlich interessant werden. Wir haben ja auch gerade bewegte Bilder, wie das Ganze aussehen könnte. Hier sehen wir es zum Beispiel auch schon, wie das aussehen könnte bei den Menschen. Da haben wir zum Beispiel den Gyrokopter, oder das sind die Zwerge, pardon, die wir hier gerade sehen haben. Und Release-Datum und auch die Systemanforderungen sind jetzt noch nicht bekannt, weil ich denke mir mal, wenn man dann so frei in dieser gigantischen Welt rumflattern kann, wird da schon ein bisschen mehr Rechenpower benötigen. Aber wie gesagt, ist jetzt noch kein komplettes Roundup der Grafik-Engine, muss man sagen. Das ist noch alles auf dem gleichen Gerüst. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das wird. Bei mir war es nämlich so, mein höchsten Charakter in World of Warcraft, der war Level 20, und den hatte ich in der Open Beta. Tatsächlich. Mhm. Seitdem, ich habe es immer wieder versucht, da irgendwie reinzukommen, und es hat nie funktioniert. Nie. Ich bin immun gegen das Spiel. Absolut, ne? Ich hätte noch was Feines, was ganz anderes hätte ich noch. Und zwar muss ich hier nochmal kurz gucken, wo habe ich das denn? Und zwar, sagt dir Jet Set Radio was? Nee. Ist ein Spiel auf der Dreamcast, man ist so auf Rollerblades durch die City gecruised und hat so Tony Hawk's Pro Skater Style mäßig. Im Cell-Shading-Look ist man da durchgerast, und da hat man immer wieder Trick-Kombos und so weiter gemacht, und Street Gear sollte ungefähr in die gleiche Art gehen. Erstens, es ist der gleiche japanische Stil, wie man es hier gerade so sieht, nur, also beide sind asiatisch angehaucht, das will ich damit sagen. Aber vom Grafikstil kann ich ja noch wenig sagen. Ich schätze, das ist gerendert. Und da kann man auf jeden Fall auch noch gespannt werden. Release-Datum ist auch hier noch nicht bekannt. Und da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wie gesagt, Jet Set Radio dürfte noch eine große Fangemeinde haben. Damals auf dem Dreamcast war das zusammen mit Marvel vs. Capcom und Shenmue so ziemlich einer der größten Titel, die man da so hatte. Ja, wie gesagt, nur hier ein paar bewegte Bilder. Das soll es dann auch schon gewesen sein, wie gesagt. Jetzt ist erstmal Pause, ja, hier im PC-Bereich. Ich lege mich hier erstmal noch ein bisschen zurück, und dann geht's weiter mit Turok. Dem Nachfolger von One Rock. Und sehr interessant auf jeden Fall. Das wird eine sehr, wirklich spannende Sache. Und wir werden wirklich saugeile Dino-Kämpfe sehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wahnsinn. Dann gehen wir jetzt erstmal im Konsumbereich noch ein paar Blöcke basteln. Ob das auch ein Blockbuster ist, weiß ich noch nicht. Felix wird uns verraten. Steven Spielberg steht Pate für dieses Spiel. Welcher Anteil er genau daran hat, weiß ich gar nicht. Weißt du das? Also ich glaube, er hatte die Idee hinter dem Spiel. Also ich weiß noch, als so ein bisschen das Gerücht umging, dass Steven Spielberg an einem neuen Spiel arbeitet. Und dann war auch am Anfang nicht, als man so die ersten, glaube ich, Trailer gesehen hat, war so ein bisschen die Enttäuschung so, wie, das ist jetzt das Spiel, das, weißt du, man erwartet vielleicht eher sowas wie LucasArts Adventure. Ja, man erwartet irgendwas, was so eine richtige Story hat und so. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, denn die Spieleidee ist ja auch etwas, das darf man nicht außer Acht lassen, die Spielmechanik. Und wir alle kennen das ja spätestens seit dem Gameboy. Tetris war, glaube ich, eines der Spiele, das jeder am meisten gezockt hat, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, auch wenn das eigentlich von der Spielidee auch total simpel war. Und ich glaube, sowas Ähnliches wollte eben Steven Spielberg hier auch mit Boomblocks machen. Wir fangen nochmal an, beziehungsweise ich wollte euch jetzt noch ein paar andere Sachen zeigen. Wenn das hier, wie gesagt, das ist heute mit dem Licht echt nicht so richtig gut. Nehmen meine Figur, 24% habe ich schon durchgespielt, und gehen nochmal in den Singleplayer-Modus. Und zwar jetzt nicht in den Abenteuer-Modus, wo wir gerade eben waren, sondern in den Entdeckungsmodus. Und da kann man eben zum Beispiel spielen nach Edelsteinblöcke, das ist das, was wir gerade eben gemacht haben. Dann gibt es hier noch Punkteblöcke, das ist auch ganz interessant, die Explosionsblöcke.
Verschwindeblöcke, die Chemikalien. Wir machen mal hier die Punkteblöcke. Das haben wir noch nicht gesehen. Und das ist auch ganz, ganz witzig. Da musst du jetzt nämlich die Blöcke so weghauen, dass du nur die goldenen weghaust. Und die anderen, diese, siehst du, die grauen, da steht minus 10 drauf, die müssen stehen bleiben. Okay. Und jetzt muss ich natürlich die Kamera so ein bisschen bewegen, weil das hat natürlich dann auch mit dem Winkel was zu tun, wie ich auf den, wie ich da drauf treffe. Das kann ein bisschen, so. Wir sehen mal zum Beispiel den an. Na. Und dann weggeworfen. Kein Problem, das hat geklappt. Und so siehst du, kann ich die langsam rausbefördern. Na, was ist denn jetzt hier los? Oh, ist das nervig. Den nächsten würde ich jetzt zum Beispiel das machen. Warte mal. Wäre das nicht gut? Weil, pass auf, jetzt fällt da so ein Grauer runter und es gibt dann gleich Minuspunkte. Minus 10 Punkte. Das wollen wir nicht, ne? Das ist nicht gut, das wollen wir auf keinen Fall. So, jetzt haue ich mal die hier oben noch runter. Optisch ist das Spiel jetzt natürlich eher zweckmäßig gestaltet. Ganz nett sind die Physikeffekte, wenn dann so eine Menge Blöcke runterfallen. Das sieht dann wirklich ganz schön aus. Mhm. Gibt es noch so ein Level, wo richtig episch, was auch so Turmbau zu Babel mäßig? Ja, ja, da gibt es schon Sachen, die wirklich richtig imposant aussehen, wo dann auch sau viel zusammenfällt. Wir können gleich mal in den Explosionsmodus reingucken, weil das sind echt so ein paar Sachen. Wenn, weißt du, wenn die da explodieren, dann fliegen die lauter Blöcke rum. Allerdings merkt man da auch schon, das zwingt die wie ganz schön in die Knie. Da ist dann schon so, dass das auch mal ruckelt. Ja. Und ist ja eigentlich, wie gesagt, das war halt die ganze Rechenpower für die Physik da auch drauf geht. So, gehen wir mal wieder hier raus und dann schauen wir mal hier. Na, will nicht so, wie ich will. Man kann auch selber Level bauen, wenn man will und kann die dann auch mit seinen Freunden teilen. Es will gerade echt gar nicht so, wie ich. So. Jetzt will ich gerade, welches wir machen. Das ist ganz nett auch. Das ist zum Beispiel witzig. Da muss man dann im Flug versuchen, die Bomben zu treffen. Ah, da oben, ja. Wenn das Ding mal jetzt nicht so rumzuckeln würde. Wie gesagt, das ist ein Problem, das haben wir leider wirklich nur wir hier im Studio. Das habt ihr zu Hause zum Glück nicht. Jetzt fällt das um. Ja, hab's gerade noch so getroffen, aber es hat gereicht, damit alles umfällt und ich die ganzen Punkte absahne. Glückwunsch! Yippie! Ja, wollen wir uns noch ein Level angucken? Wir können mal zu dem hier gehen. Das Greifenwerkzeug, mit dem habe ich bis jetzt noch am wenigsten gearbeitet. Das ist dieses, die war doch früher immer in der Mickey Maus. Ja, diese Klatschhand. Im Jahr, diese Klatschhand. Ja, das funktioniert schon ein bisschen anders. So, jetzt muss ich schauen, in einem Zeitraum. Sieh dich um und drücken und spielen. Und dann muss ich mir irgendwas schnappen und damit alles umhauen am besten. Nein, so. Nehmen wir mal einfach hier so einen Block. Und den haut man dann hier so, weißt du, wie als wenn der so an einem Gummiband wäre, haut man den dann hier so rum. Achso, dann geht's nach Zeit einfach. Ja. Na, komm, der da hinten. Kannst du auch so einen grünen nehmen? Weil wenn du dir gegen jemand anderen grünen haust, dann explodieren die ja. Natürlich, hätte ich auch nehmen können, aber dann ist der natürlich weg, wenn ich den gegen einen anderen grünen haue, dann muss ich wieder einen neuen schnappen. Jo. Ich meine, ich habe jetzt gehofft im Chaos, dass automatisch, da sind so viele Grüne, dass ein paar gegeneinander stoßen, das ist ja auch zum Glück dann passiert. Aber den letzten, den hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser befördern können, die ich mich einfach selber. Mach doch das gleich nochmal und zeig mal, was passiert, wenn du einen grünen nimmst. Okay. Vielleicht machen wir ja Fortschritt. Probieren wir mal mit einem grünen. Nehmen wir mal den hier oben dann, oder? Jo. Oder einen unten, dann stürzt es eher zusammen. Das ist halt schon ein bisschen schwer zu kontrollieren. Im dreidimensionalen Raum war man natürlich... Yay! Die Möglichkeit, man kann dann auch mal so einen Block nehmen und dann hinten auf die Figuren werfen. Das ist auch witzig. Ja, das habe ich auch schon gefragt, ob man die abwerfen kann. Ja, das ist möglich. Dann machen die auch mal so komische Geräusche. So, Silber! Ja, gehen wir mal zum zweiten Level. Habe ich gerade freigeschaltet?
Oh. Ja, das sieht wirklich ein bisschen aus wie Jenga. Timmy hat es auch gerade gesagt. Das ist bestimmt auch ein lustiger Multiplayer-Spaß, sowas, oder? Ja, wir werden es auf jeden Fall gleich probieren. Da bin ich mal sehr gespannt. Da gibt es nämlich echt viele Spielvarianten. Muss man alle Blöcke rausziehen? Was war das nochmal? Ich habe nicht mehr genau aufgepasst. Viel mehr geht jetzt hier nicht, oder? Nö, eigentlich nicht. Fatsch! Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, und jetzt? Die Sekunden laufen ab? Nee, hä? Ja, du hast gewonnen. Das hat ja gereicht. Ist ja gut. Auch wenn wir jetzt nicht genau gewusst haben, was. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und dann sind wir gleich zurück im Ex-Bereich und es gibt neues zu Portal. Also dranbleiben. Viele Leute haben das mit dem Portieren ja noch gar nicht so richtig verstanden. Wie funktioniert das eigentlich mit den Portalen? Habe ich mir gedacht, Mensch, das erklären wir euch am besten mal. Ich teleportiere euch jetzt mal in den Max-Bereich. Das ist jetzt also das eine Portal. Tim hat das andere. Futsch! So schnell geht das. Grandios. Ich bin begeistert. Zack, zack. Ja, hervorragend. Und bislang durftet ihr das Ganze kostenlos ja nur als 2D-Flash-Bietchen. Was heißt hier nur? Also spielen? Das ist schon ziemlich klasse. Ja, stimmt. Muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt gibt's eben die Maps des beliebten Flash-Versions... Games. Auch für das normale, originale Portal. Und die haben wir uns jetzt mal angeschaut, haben auch da einen kleinen Vergleich direkt mal geladen, denn du bist zurzeit in Level 6 zum Beispiel. Genau. In der 2D-Variante, wo man als erstes sozusagen mal diesen Doppelsprung machen muss, indem man zwei Portale auf den Boden macht und dann sozusagen höher kommt, als man mit einem eigentlichen Sprung natürlich dann kommt. Ich hab mich oben noch nicht so wohl gefühlt. So. Gut, dann die da unten setzen nebeneinander. Ja, ich will irgendwie nicht. Christiane, mach mal weiter. Ich mach einfach mal weiter. Ich glaube, die Zuschauer haben sich jetzt gerade eingeprägt, wie das Level ungefähr aussieht. Und das hier ist quasi dann der Nachbau, woran man schon ganz gut erkennen kann, dass das jetzt nicht 1:1 umgesetzt wurde. Man hat sich dann da doch ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Ganze in der 3D- und somit auch realistischen Welt ein bisschen besser aussehen zu lassen. Aber im Prinzip ist dasselbe, erstmal auf den Block draufkommen, um dann hier, schön angezeigt, die zwei Punkte setzen zu können. Springen ja, wir das mal. Wollen wir doch auch einfach mal machen. Ich bin auch schon soweit. Zack. Gleichzeitig springen. Auf den Block drauf und ich stehe quasi hier. Yay. Du würdest denn jetzt an dem Punkt stehen, gerade bei dir. Genau. Ich springe einfach mal. Mach mal. Zack. Zack, rüber. So, jetzt gucke ich mal, ob das bei mir genauso gut funktioniert. Plupp. Rüber. Damn. Ja, nicht ganz. Rüber da. Zack. Aber es ist ganz lustig, dass man immer mal wieder so bemerkt, dass da wirklich diese Verbindung ist miteinander. Ja. Ja, mir fiel es teilweise ein bisschen schwer, das so zu erkennen, was genau jetzt welches Level ist. Keine Ahnung, wo ich war. Ja, das stimmt. Was mich immer so ein bisschen im Gegensatz zu der 2D-Version nervt, ist die Tatsache, je nachdem, wie rum man die Portals setzt, desto in irgendeine Richtung wird man katapultiert. Und irgendwie habe ich das immer noch nicht so richtig raus, obwohl ich es schon durchgespielt habe. So, setz hier nochmal dahin. Spring jetzt einfach mal ins Hintere. Ja, oder in gar keins. Respekt, Feldner. Das ist halt auch mal so fricklich, wenn du einmal so ein bisschen daneben springst, musst du wieder hoch. Ja. So, nächster Test. Dana! Das kann einen schon in den Wahnsinn bringen. Ja, definitiv. Wir haben auch da vorhin wieder gesessen in der Redaktion und getüftelt. So, das kann jetzt nicht wahr sein. Komm schon. Notfalls überspringe ich das. Gekonnt. Gott, wie übel. So. Ich fand übrigens auch die Level hier teilweise kniffliger als die von der originalen Version. Obwohl die hier direkt am Anfang sind, sozusagen. So, endlich. Yay. Oben sind wir. Jetzt machen wir natürlich direkt den nächsten Vergleich. Ich habe jetzt das Level mit diesen drei Plattformen, wo man sich hin und her warpen muss. Hast du auch so was Ähnliches? Du hast das, nur eine, ne? Genau, das habe ich aber auch irgendwo, dies mit den drei Plattformen. Ich glaub danach. Ich gehe mal weiter. Ja, das hier ist es, genau. Ne?
Ja, das ist quasi wieder der Nachbau. Dazwischen. Ich zeige das Ganze mal so ein bisschen von der Seite. Da die drei Plattformen, die je nachdem, wenn man dann eben diesen höher gelegenen Punkt erreicht hat, rausfahren, um dann benutzbar zu sein. Denn jetzt momentan kann ich eben nur dieses eine benutzen. Und bei dir das gleiche Spiel. Unten genau. Quasi einen Punkt setzen, probieren rüber zu springen. Jetzt mal dahin. Zack. So, auf dem ersten Punkt drauf, dann fährt die zweite Plattform runter. Selbes Spiel nochmal. Muss irgendwie gucken, dass ich da runterkomme. Vielleicht von der anderen. Bisschen weiter rübersetzen. Leicht unübersichtlich. Ja, ein bisschen. Oh. Schon zu weit. Ich glaube, zum Zuschauen ist es auch ultra unangenehm. So. So, jetzt bin ich auf dem richtigen drauf. Sehr gut. Nächster Punkt, der immer erst aktiv wird, wenn er eben oben rausgefahren ist. Und das hat dann auch gereicht. Yay, sehr gut. So, was? Bei dem hier wieder das gleiche Spiel. Oben das Ding erstmal runterholen. Was man nicht unbedingt machen muss natürlich, aber machen kann. Auch hier also wieder mit so ein paar kleinen Features versehen. Sehr schön gemacht. Dann jetzt hier einen Punkt setzen. Und da hinten nochmal ein, wenn möglichst hochkommt. Zack, und drüben ist man im nächsten Level. So, der hier ist jetzt so ein klein bisschen stressig, denn da muss man jetzt wieder diesen Warp-Punkt im Flug setzen. Die nerven immer so ein bisschen. Hier erstmal runter gucken, am besten aus der richtigen Richtung. Und dann quasi im Flug den Warp-Punkt da hinten setzen, um dann da hochzukommen. Probieren wir mal mein Glück. Na, das war nix. Und dann muss man den natürlich immer wieder da oben setzen. Nächster Versuch. Ah, falsche Richtung. Am besten in die Richtung schon gucken, damit man hier die Fläche hat, um den Punkt zu setzen. Nein, falsche Richtung. Im Flug finde ich es immer super schwer, ja, gerade wenn man schon ein paar Mal durch so ein Loch gefallen ist und dann immer schneller wird. Ja. Das ist natürlich bei der 2D-Variante ein bisschen übersichtlicher. Damn. Komm schon, gib alles. Hm. Ah, sauber, Tim. Fast. Ja, ein bisschen rüber noch. Hoffnung, dass ich da reinfalle. So, jetzt lassen wir euch da mal so ein bisschen leiden. Und dann habe ich die Hoffnung, gleich mal den Punkt zu erwischen. Nein! Damn. Das war den Punkt zu erwischen. Schnell. Das ist nicht so einfach. So, den Punkt muss ich da gleich setzen. Ja, schon wieder zu weit drüben. Der muss hier hinten landen. Und dann möglichst in dem Moment auch noch richtig rum in dem Loch sozusagen hervorkommen, um dann darüber zu kommen. Ja, das ist wirklich so ein bisschen fricklich. Jetzt nochmal gerade. Der oben ist natürlich jetzt schief. So, nächster Versuch. Einen noch. Ansonsten zeigen wir euch gleich ein bisschen fortgeschrittene Level. Ich springe immer in die falsche Richtung hier. Ich gehe mir auf den Zeiger. So, letzter Versuch, liebe Regie. Noch einmal. Zack. Und dann darüber. Rüber, rüber! Ah, ich gebe auf. Gleich probieren wir das Ganze nochmal ein bisschen fortgeschrittenen Levels und ziehen natürlich nochmal den Vergleich zur Flash-Version, die ihr weiterhin kostenlos zocken könnt. Ansonsten nochmal der Aufruf. Ab jetzt, ebenfalls im Artikel natürlich auch verlinkt, The First Slice heißt das, die Demo-Version, für alle kostenlos verfügbar. Tolle Wurst! 5 Punkte, immerhin. 5 Punkte, ja. Wir spielen hier gerade die Multiplayer-Variante von Boom Blocks und ich muss sagen, da entfaltet sich der Spaß an ja, dem Spiel, ja, das ist oder? Wirklich ganz cool gemacht im Multiplayer. Also es gibt da verschiedene Spielmöglichkeiten, die man miteinander kann man spielen und auch gegeneinander spielen. Wir zocken jetzt hier gegeneinander und es ist jetzt echt auch wieder so ein bisschen Jenga-Style. Ja. Eigentlich, man hat hier so einen Turm. Anti-Jenga. Und genau, man auf jeder dieser Blöcke ist eine Zahl und jeder ist hintereinander dran und muss halt schauen, wer hat am Ende die meisten Punkte bei dem Ding. Da sieht es doch mal gar nicht so schlecht aus.
Habe ich schön alles für dich kaputt geprügelt, ja, damit du jetzt dir abstauben kannst. Ja, so mag ich das. Ja, komm, bring's zu Ende. Oh. Ah, ist wieder in die richtige. Ist wieder zurückgeschoben. Da muss man mal gucken jetzt, ne, wo ist der Punkt, an dem man ansetzt. Das Problem ist, je weiter man nach unten geht, desto mehr Gewicht lastet auf den Stein. Genau, und deswegen desto schwieriger sind die da rauszuprügeln. Nur als Hinweis, die lilanen Steine, die verschwinden, wenn du sie triffst. Ja, nee. Ah, das fällt aber auch nicht dann runter, ne, da muss ich dagegen. Ah, vielleicht wenn ich da volle Möhre gegen prügel, wer weiß. Da vielleicht. Ich guck mir auch einfach mal, gucken, was passiert. Na? Nicht schlecht. Ja. Jetzt will ich natürlich auch was probieren hier. Wie viele Leute können denn da mitspielen? Bis zu 4 Spieler können gleichzeitig spielen. Aber jetzt muss ich jetzt wieder hier. Ja. Oh, was geht? Oh, hast du einen Luck, du Duselbruder. Na, ja, das ist immerhin 25 Punkte. Das ist. Oh, jetzt muss ich gucken, wie ich den am besten anfasse. Auf die 1, sagt der Timmy. Hm, die da, ne? Der Lütte da, der ist es, wa? Aber fallen die dann auch runter? Das ist die Frage. Oder hier gegen die 5 von der Seite. Vielleicht geht das. Da. Dann leg mal los hier. Aha. Nein! Fall doch jetzt! Yeah! Captain Super Trooper wird jetzt hier abräumen, galore! Ah, das ist ja doof. Ich probiere jetzt was ganz Riskantes. Ja. Das könnte natürlich ganz böse in die Hose gehen. Ja, mach mal. Du bist wirklich crazy, ne? Zählt's noch? Ja. Ach. Ärgerlich. Wenigstens ein bisschen was dazu geholt. Ein bisschen? So, hier, ich prügel mal den 25er weg, ne? Damit sich nicht weiter stört. Schieß los, Junge, schieß los! Ich kann ja theoretisch auch hier, jetzt da von oben. Natürlich, ne? Das ist auch möglich. Oh. Aber die 9 ist hängen geblieben. Ah. Das trifft sich hervorragend. Mal hier auf die 9. Was ist denn? Die 9 will einfach nicht fallen. Naja. So, dann wollen wir mal gucken. Da, ne? Wenn ich dagegen... Wenn ich auf die Lila nehme, dann gehen die weg, ne? Dann die verschwinden dann, genau. Mhm. Dann müsste ich wahrscheinlich da so gegen... Vielleicht klappt das ja. Ah? Mama. Natürlich hier auch. Nee, ich mach jetzt nicht so ein Lieder, das bringt mir jetzt nichts. Da hast du Pech gehabt, musst du selber spielen. Nein! Timmy, nein! Ich mach jetzt kein Lila denn! Verdammte Kurzsache! Warte mal, ich bin überlegen. Ich bin natürlich auch hier. Wäre das möglich? Wäre das möglich? Könnte es sein? Könnte es sein, dass? Naja, das war ziemlich schwach. Immerhin. Oh, was jetzt? Hallo? Das ist leider das Problem. Hallo. Muss ein bisschen näher ran. So, ja. So. Ja, gesagt, unsere Studiolichter, da gibt es manchmal Probleme bei der Wii. Und gerade bei dem Spiel ist es doch sehr exzessiv. Ich weiß nicht, warum es hier schlimmer ist als bei anderen Spielen. Beziehungsweise im Menü funktioniert alles hervorragend im Wii-Menü. Das ist hier natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil jetzt oben sind die abgearbeitet. Und jetzt haben die mehr Stabilität, ne? Gar nicht ja. So leicht. Jetzt müsste man irgendwie volle Möhre mal irgendwo vielleicht da. Also 5 kriegt man bestimmt hin, aber ich will mehr haben und das wird wahrscheinlich schwierig, ne? Du willst immer zu viel haben, ja. Immer willst du zu viel.
Der Tim will unbedingt die Lilian sehen. Komm, jetzt mach mal hier. Nicht in der Bibliothek. Ah, 10 hat's gebracht. Ist doch schon mal nicht so schlecht. Besser als gar nichts. Uiuiui. Also es ist jetzt ja ultra spannend. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht, dieses wahnsinnige Rennen um Punkte, dann bleibt ihr am besten dran. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung und gleich geht's hier weiter.